Tag 2, Sunrise in 8 Days. Okay, dann können wir hoffentlich jetzt raus, um Material zu sammeln. Jello Deposits. You can find Jello Deposits on the planet's surface. They contain a limited amount of resources that can be extracted quickly. They can be recognized by... what? Okay. Ziemlich groß. Medium Climb. Base. Exploration. My Red Dust. Das war das, was ich gesucht habe. Red Dust. Da drüben, glaube ich. Ja. Sieht zumindest so aus. Das blaue Dust. Shiny Rock. Might be a source of metals. Metals. Empty Deposit. Das hat das Ganze auch ein bisschen was von einem Survival Simulator. Scheint mir wohl so zu sein. Build a workshop in the command center for the instructions to prepare for the journey. Okay, dann gehen wir gleich wieder zurück, wenn wir schon genug haben. Sieht schon echt cool aus hier. Build a workshop in the command center. Command center war wo nochmal? Hier. Base building. Build a new module. Workshop tools, components and other important items can be created there. The most important part of the workshop is the state-of-the-art 3D printer. Ich würde es jetzt einfach mal gleich hier neben ansetzen. Okay, Tier 1, Tier 3. Spannend. Base building advanced. You can find more information about base building in the captain's log. Craft a scanner. Okay. Okay, cool. The Fundamentals. Find an Organics Deposit Area. Also sprich gleich wieder raus. Ich schätze mal, das ist das Blaue, würde ich sagen. Organics Deposit, Blue Smoke, yes. Habe ich doch gesagt. Das ist allerdings da oben irgendwie. Aber auch eine Kapsel. Können wir da was anschauen? Hey, that looks like our ship's cargo drop. It's filled with the crew's personal items, including my stuff. A skipping rope multi-tool. Yeah, this is one of the things they told me to take on the mission. Spiel läuft auch unglaublich gut. Things that will make you feel comfortable far away from home. Objects that trigger good memories. Muss ich mal so nebenbei sagen, obwohl ich alles auf Ultra gestellt habe. Typical corporate bullshit. Okay, wie kommt man denn da hin? Also da hoch können wir jetzt wahrscheinlich, schätze ich mal. Climbing Hook. Okay, den müssen wir zuerst herstellen. Da geht's nicht hoch, schade. Ich schätze mal, wir müssen den Climbing Hook herstellen. Okay, das sieht weird aus. Ist das schlau, was ich hier mache?
glaube, das ist nicht so schlau. Sieht zumindest nicht so schlau aus. Ich glaube, das ist Radiation. Levi zurück. Wir müssen, glaube ich, den Climbing Hook herstellen, um da ranzukommen. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ist da vorne auch noch was? Diese Kapsel. Ich kann bloß einen Fallschirm. Nee. Gehen wir nochmal hoch. Climbing Hook. Storage. 10 Stück. Wir brauchen 12. Okay. Blue Smoke. Können wir das also gar noch nicht herstellen? Wie können wir denn... So, ja, wahrscheinlich müssen wir den Scanner benutzen, aber wie können wir den benutzen? GT macht das. Base. Blue Smoke. Wir gehen nochmal darüber. Vielleicht war ich zu weit weg. Oder wir müssen irgendwie da rechts hoch. Falls das überhaupt möglich ist. Nope. Haben wir ein Inventar? Sorry, irgendwie wird da gerade nichts erklärt. Alter's Panel. OLICM. Was ist das? Das ist die Map. Ich verstehe es gar nicht. Medium Climb. Vielleicht auch da lang, weil da drüben so rechts von uns Radiation ist. Wir brauchen auf jeden Fall noch andere Sachen, den Climbing Hook zu bauen. Und hier sehe ich sonst irgendwie gerade nichts. Schon ziemliche Vibes von The Invincible. Mit diesen interessanten Steinsformen. Hier haben wir ein bisschen was. Und ist es falsch oder nicht? Naja, mal schauen.
Radiation at night. Oops. Warning, radiation at night. Wir müssen weg hier. Steigt gleich unglaublich viel schneller. Wir haben 21 Uhr. Gleich die Hälfte voll, gar nicht gut. Being tired, you run out of work energy. Schnell rein da. Okay, da werden wir wieder. Mal schauen, ob wir jetzt genug haben zum Herstellen. Ich glaube zwar nicht, dass es das ist, was wir brauchen. Nope. Das war's nicht. Raw food. Aha, das sind ja Organics. Das heißt, wir müssen die irgendwie anders finden, um den Climbing Hook herzustellen. Escape the Sun. Und wie können wir denn jetzt Radiation wiederherstellen? So, für uns selber. Geht das wieder weg über die Nacht? Mal schauen.